Hallo Leute und willkommen beim Sparmac und willkommen zum zweiten Teil unseres großen Sparmac Q&As. Ja, das erste ging ja schon über 20 Minuten. Heute beantworten wir weiter Fragen. Nein. Und mach auch mal. Nee, wir starten jetzt gleich mal mit einer Frage, sonst driften wir hier wieder zu sehr ab. So. Vielleicht verschmelzen wir dann zu Swag Tier. Ja. Alter. Oder zu Faultap. Oh mein Gott, ey, die Super Saiyajin. Danke. Hör mir auf. Komm, lass, vielleicht klappt's. Ja, nee. Das wäre auch mal geil, das müssten wir machen, dann so eine Wolke und dann... Ja, färben sich die Haare dann ja, auch so AI-mäßig, so richtig. Ja, das finde ich geil. So, erste Frage. Das hatten wir noch gar nicht, deshalb habe ich die auf jeden Fall mit reingenommen. Spannung. Hi Carsten und Franz, hallo. Was haltet ihr zwei von der Apple Vision Pro? Ich persönlich fand die Möglichkeiten natürlich auch erstmal ganz cool, die man in den Videos auf der Apple Homepage dazu sehen kann. Denke aber nicht, dass sich diese Technik durchsetzen kann. Außerdem finde ich die Brillen auch viel zu teuer und unpraktisch im Alltag, zum Beispiel beim Autofahren oder allgemein die Nutzung draußen und so weiter. Was wäre eure Meinung dazu? Konntet ihr sie eventuell auch schon irgendwo ausprobieren? Und die zweite Frage, meint ihr, dass Apple bald faltbare iPhones oder iPads verkauft oder endlich das fehlende OLED-Display beim iPad kommt? Nee. Womit willst du anfangen? Fehlende OLED. Damit seht ihr natürlich, habe ich ja letztes Mal erzählt, dass wir jetzt schon 3 Monate kein Q&A mehr hatten. Ja. Die OLED-Displays haben wir jetzt. Ja, OLED-Displays sind da. So, Vision Pro. Ich will da jetzt gar nicht viel zu sagen, weil... Ich konnte es immer noch nicht ausprobieren, also zumindest nicht so richtig. Und bis dahin will ich mir da jetzt kein Urteil bilden. Alter, war schon ein langer Tag heute. Ich stimme dir da prinzipiell eigentlich mit allem, was du sagst, zu. Ich sehe auch nicht, dass ich das durchsetzen. Ach so meinst du ich das? Sehe nicht, dass das irgendwie meinen Alltag großartig bereichern wird. Außer wenn ich da drauf einen Film anschaue, da könnte ich mir das irgendwie so ganz cool vorstellen. Aber dass ich damit jetzt wirklich arbeite, das dann irgendwie im Flugzeug nutze und so weiter. Ich sehe es nicht. Es war bisher auch von all den Videos, die ich mir angeschaut habe, da waren die Leute ja überbegeistert, war keins dabei, wo ich so komplett mir gedacht habe, ey, geil, das brauche ich. Dazu ist das halt irgendwie sackteuer. Ich finde, es sieht sehr, sehr komisch aus. Jetzt nicht so von außen, sondern die ganze Konstruktion da mit dem Kabel und mit dem Akku und so, typisches Gen-1-Produkt halt so. Aber ey, nochmal, ich möchte es erstmal ausprobieren und ich sehe da schon Potenzial drin, aber ich glaube, da sprechen wir, das ist ähnlich wie die AI-Nummer, das wird noch ein paar Jahre dauern. Problem ist, ich würde das Ding auch lieben gern einfach mal über längeren Zeitraum versuchen, wie das wirklich nutzt. Wie dann zukünftige Versionen aussehen. Stell dir das mal vor, du hast wirklich nur noch so eine Skibrille, ob jetzt so mit Band oder ob nur noch zum Aufsetzen. Ne? Und dann hast du die ganzen Akkuprobleme oder was nicht alles mehr. Und sagen ja viele, es ist zu schwer und warten wir mal ab, was die nächsten Generationen bringen wird. Da ist ja noch, wie sagt es immer so schön, Luft nach oben. Genau. Ne? Das wird ja auch besser. In dem Fall man sehr viel Luft. Erinnert sich an das erste MacBook Air, das passte in den Umschlag, war aber ansonsten Grütze und wie sich das dann weiterentwickelt hatte. Ich sehe aber auch gleichzeitig auf die Euphorie, die Ami-Tester und wer auch immer da in der Hofberichterstattung die Dinger direkt ausprobieren konnte und. Und das darf man ja bei der ganzen Nummer nicht vergessen. Ja, dass das natürlich wirklich selektierte Leute sind. Absolut, absolut. Und dass die zwar sagen, technisch super, ist die beste VR, die sie bisher hatten. Da denke ich mir aber, ja, aber ist auch ein Wunder. Das Ding kostet wahrscheinlich in Deutschland irgendwann 4.299 Euro oder sowas. Wenn nicht noch mehr. Ich will nicht Mark Zuckerberg zitieren, der dann so auf dem Level war, ey, würden wir 3.000 Euro für unsere Oculus haben wollen oder für so viel Geld eine bauen, dann wäre die auch geiler, was die Technik angeht. Gar nicht so. Aber natürlich ist das dann technisch geil. Was ich Apple dann gebe, ist diese Bedienung, ne? Weil das ist mega, wenn's dann, wenn du keine Controller brauchst. Aber das, worauf ich hinaus will, ist, dass es auch weder Apple alleine noch Apple in Zusammenarbeit nach 1,5 Jahren mit allen möglichen Entwicklern es geschafft hat, dass sie wirklich ein Use Case, ein Anwendungsszenario gefunden haben, wo jeder sagt, das ist dermaßen geil, ich will nie wieder ohne. Ja, ja, wenn du das Ding aufhast und deinen großen Kinosaal hast, mega bestimmt. Oder ein paar, aber man guckt einfach zu den Amis rüber, von denen, die es am Anfang gesagt haben, das wird mein Leben verändern. Und wie wenige davon dieses Ding überhaupt noch nutzen. Oder man guckt sich an, wie die Nachfrage ist. Klar kostet das Gerät ein Schweinegeld, aber das haben frühere Apple-Produkte auch gekostet. Und inzwischen, ich will nicht sagen, kriegst du die in den USA hinterhergeworfen. Also du kannst die einfach problemlos kaufen. Du guckst dir Gebrauchtpreise bei eBay USA an oder sowas. Und das kennt nur eine Richtung. Und natürlich wird der Hype, wenn jetzt Google, sage ich schon, wenn jetzt Apple WWDC ist,
Natürlich wird das Ding in den nächsten, vielleicht ist es schon angekündigt, zu WWDC auch in Deutschland. Ich bin sehr sicher, dass es aktuell schon gezeigt wird und was nicht alles. Und dann werden sie es hier starten. Dann kommen die europäischen Journalisten nochmal und sagen, Welt verändern, das, was die Amis damals gesagt haben. Und spätestens Richtung Weihnachtsgeschäft hat sich der Hype dann wieder gelegt. Und dann, ne, selbst wenn es, ich weiß nicht, ob Apple, das ist so meine Einschätzung dazu. Das Ding wird wahrscheinlich erstmal interessant auch für die breite Masse. Entweder wenn jetzt auf einmal trotzdem dieses super Anwendungsszenario kommt, wo es einfach nicht mehr ohne geht. Oder aber wenn das Zeug deutlich günstiger wird und dass es auch einfacher zu tragen ist. So wirklich wie so eine Skibrille. Und aufsetzen, leichter und fertig. Akkulaufzeit und so weiter. Das, genau das. Und wenn du das... Ja, aber das ist noch ein langer Weg. Und dann ist halt immer noch die Frage, wann nutze ich es? Ich hatte ja wirklich mal gedacht, dass wir mal auf irgendeiner Messe jemanden damit rumrennen sehen oder dass ich zumindest auf einem der Flüge dann mal jemanden sehe. Weil das stelle ich mir auch interessant vor, dass du dann einfach nicht wie sonst, da schottet sich ja auch schon jeder ab. Und dann sitzt du da und kriegst gar nichts mehr mit, sondern bist in deiner eigenen Welt. Könnte ich mir dann auch schon wieder interessant vorstellen. Das war auch so eine der wenigen Use Cases, wo ich mir dachte, dass das ganz geil wäre. Und zum zweiten Teil deiner Frage, also faltbare Produkte würde ich nicht so schnell erwarten. Ich denke, das wird noch dauern. Das wird, solange da eine Falte ist, solange das sich nicht geil anfühlt, dann wirklich faltbares Glas oder was nicht alles, glaube ich nicht, dass wir irgendwas von Apple sehen. Und vor allem ist die Überlegung ja auch bei Apple immer, was wird da für ein zusätzliches Produkt raus? Nicht im Sinne von, oh, wir machen wenn wir jetzt ein faltbares Gerät rausbringen, dann können sich die Leute ein iPhone und ein iPad sparen, dann brauchen sie nur noch eins. Mhm. Das wird Apple auf gar keinen Fall machen. Also es ist so meine Theorie bei Apple nach wie vor, warum auch auf den iPads, so schön sie jetzt OLED-Displays haben, keine richtigen Mac-Software läuft. Absolut. Dann kaufen die Leute ja keinen Mac mehr. Nächste Frage, die ich auch sehr interessant fand. Servus Carsten und Franz. Erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Videos. Ihr habt mir schon bei so mancher Kaufentscheidung geholfen. Bitte macht noch lange weiter so. Ihr macht das echt super. Vielen, vielen Dank. Nun zu meiner Frage. Wir geben es an die richtigen Stellen weiter, um einen Konsens zu finden. Wie seht ihr die Zukunft von Smart Rings? Denkt ihr, dieser Trend wird sich auf Dauer durchsetzen? Und was ist eurer Meinung nach technisch noch möglich? Ich hoffe, die Ringe werden in Zukunft dünner. Aktuelle Modelle finde ich noch etwas klobig und teuer. Könnt ihr euch vorstellen, mal was zu dem Thema zu machen? Mich würde vor allem der Galaxy Ring interessieren. Liebe Grüße aus Bayreuth. PS, oh, um die Ecke. Wie schaut es jetzt aus mit einer Tour durch die Faultierhöhle? Eure Fans warten. Wirst es nicht glauben. Dennis und ich haben letztens mal wieder ganz... Dennis ist unser ehemaliger Kameramann. Ja, und wir haben echt, ich will nicht sagen Grund reingebracht, aber es ist Licht. Warte mal ab, irgendwann passen da auch mehr als drei Leute gleichzeitig in diese Höhle rein, weil du irgendwann schon wieder vernünftig treten kannst. Ich warte seit... Ich bin auch, weißt du, was immer das Schöne ist, wenn wir gerade wieder neue Saugroboter testen, ne, und es ist gerade wieder Dreamy-Zeit, dann ist der Boden, ich denke mir immer so, Alter, ist hier viel Platz und sowas, weil natürlich alles irgendwie gestapelt werden muss. Frau, die Höhlentour könnte vielleicht mal kommen. Wenn wir mal Zeit haben, dann kommt Franz, war ja immer noch nicht in der Höhle. Und wenn die ganzen Fernseher wieder raus sind. Ja, das aktuell ist schlimm, aber das bei dir sieht sie genauso, nur du hast ein bisschen mehr Platz. Und bei mir ist der Vorteil, aber ich fühle mit dir. Also ja. Die dürfen jetzt bald alle wieder abgeholt werden. Ja, das ist nämlich auch, können wir ja auch, ne, ich weiß ja sowieso, mit LG haben wir ja regelmäßig und jetzt kurz vor der EM und Olympia kommen ja alle auf die Idee und sagen, du brauchst für ein neues Großereignis Fernseher und wir müssen Fernseher und guck dir Fernseher an, Fernseher, Fernseher. So, und der erste Teil der Frage mit dem Ring. So, du wolltest erzählen, wo du ihn trägst, gerade jetzt in diesem Moment. Ja, also ich nutze den Ring jetzt schon eine ganze Zeit lang an einer eher etwas lassen wir das. Du, sehr interessante Frage und ich sehe das genau. Ich finde das Thema auch super, super spannend. Ich bin bei dir. Bisher gab es für mich auch keinen Ring, der mir optisch gut gefallen hat. Ja. Die wirkten alle zu klobig irgendwie. Jetzt, und wir haben ja diesen Galaxy Ring auf dem MWC zum ersten Mal gesehen, fand ich den auch super geil, auch mit diesen ganzen Farben. Jetzt dann, ich weiß nicht, wann das Video ausgestrahlt wird, aber sicherlich noch davor. Ich denke mal, 10. Juli, Galaxy Unpacked Event, werden wir mehr erfahren. Und dann kommt da auf jeden Fall von uns auch mehr zu, weil das Thema interessiert uns wir beide extrem. Wir machen übrigens wieder einen Livestream dazu. Genau, den dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Aber wie gesagt, es wird auch auf jeden Fall um den Galaxy Ring gehen. Und da freuen wir uns, glaube ich, beide auch schon sehr drauf. Auch wie sie das umgesetzt haben, dann mit der Bestellung, mit dem Ausmessen, was er dann alles kann, wie die Akkulaufzeit ist, wie zuverlässig die Daten sind. Ich persönlich zum Beispiel könnte mir viel eher vorstellen, beim Schlafen dann zum Beispiel den Ring zu tragen, als dann halt ständig die Smartwatch so. Ich trage die Dinger, dann die Watches und die Bänder immer komplett durch. Ja, kann ich mir auch, gucken wir mal, was auf was für Akkulaufzeit. Also ich bin dann eher wieder Fraktion,
ich sehe die absolut die Zielgruppe für den Ring, mhm, und es gibt genügend, die sagen, die ich will lieber auch bei Typen, die dann sagen, ey, ich will lieber meine normale Uhr tragen, will keine digitale, aber den Ring für rette mein Leben. Und wenn der schön filigran ist, dann wieso nicht? Warum nicht? Vielleicht bei Frauen sogar noch mal ein bisschen mehr, weil es dann doch noch mal mehr zum normalen Alltag, jetzt kommen wir wieder mit unseren Klischees, aber ist halt so, wenn ich mich hier rumgucke, trägt hier, einer von 17. Und das ist der Versklavungsring da und nicht, weil er da irgendwas gemessen wird. Das ist einfach nur zum Zeigen, der ist vergeben. Dann kommt halt noch das Ding dazu. Ich glaube schon, dass die da echt was Mehrwert ist. Und dann denke ich mir aber gleichzeitig noch, hört es bei dem Ring auf oder kommt irgendwann, ich will nicht sagen, doch noch das Pflaster, dass du dir einen Oberarm klebst oder irgendwas, wo du es halt nicht so als sichtbaren Schmuck trägst. Wenn du damit dann vielleicht den Blutzuckermessgehalt oder so messen kannst, wieso nicht? Irgend sowas noch, was du vielleicht noch einfacher tragen kannst. Ja, mal gucken. Zum gerade sitzen. Hä? Ich habe so ein Ding zum gerade sitzen, das klebst du dir hinten. Damit du quasi immer... Ja. Ja. Ernsthaft? Ja. Was macht das dann? Es vibriert, wenn du nicht gerade sitzt. Ich hoffe, ihr habt das eben gehört. Hier, Gordon, der Mann hinter der Kulisse, hat eben gerade erzählt, er hat quasi ein Pflaster. Das klebt er sich quasi hinten drauf. Und immer, wenn das Pflaster meint, er sitzt nicht gerade, dann vibriert es. Das ist eine coole Sache. Das müsste jetzt dauernd vibrieren. Immer von betroffen. Jetzt krass. Seht ihr, also da wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren so viel tun. Dieses, das ist ein super spannendes Thema. Ich will nicht sagen, dieses Smartphones, Consumer Electronics ist fast durchgelutscht, vielleicht irgendwie so ein bisschen AR dann in Zukunft, aber gerade dieser Health-Gesundheitssektor, das wird so dermaßen abgehen, weil die ganzen Technik-Nerds, die wir alle hier sind, ne, immer älter werden. Und dann ist halt immer mehr dieses, nein, ist ja so, dann kommt dieses Gesundheit. Ne, vor 10 Jahren ne, denken wir, oh, mal warte mal, und dann gib uns noch mal 10 oder 20. Dann sind wir bei diesen ganzen Sachen auch komplett auf einem anderen Level. Ne, wenn du dann so was hast, was dich am Leben erhält oder was dir noch mal versichert, wenn was Schlimmes ist, ich informiere dich und rette dir dann das Leben. Ja. Und dafür sind die Leute ja bereit, auch Fettkohle auszugeben. Allein für das Versprechen, so nach dem Motto, dieser Ring, hält dich gesund. Oder wollte gerade sagen, das wäre nicht passiert, hättest du den getragen. Ja. Guck dir Apple an mit den Apple Watch-Szenarien im Sinne von, ne, hätte ich die Apple Watch nicht getragen, wäre ich jetzt tot. Ja gut. Nächste Frage. 10 Daumen hoch, also wichtig, konzentrier dich. Hallo ihr beiden. Der Tablet-Markt ist ja schon seit längerer Zeit rückläufig. Doch jetzt haben Marktforscher berichtet, dass die Verkaufszahlen um ganze 20% eingebrochen sind und mittlerweile den tiefsten Stand seit 2011 erreicht haben. Die Gründe könnten vielseitig sein, aber was glaubt ihr, was die Gründe sein könnten, weshalb der Markt gerade alles andere als gut läuft? Freue mich wie immer auf eure Meinung und liebe Grüße. Soll ich? Bist du? Ich wollte gerade fang an, sonst rege ich mich wieder auf. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus mangelnder, also ich mag dieses Wort Innovation nicht, aber nennen wir es mangelnder Weiterentwicklung. Hm? Also es ist ja wirklich so, gerade im Android-Bereich, Samsung oder Huawei, die versuchen da ja zumindest noch Gas zu geben. Aber was Google da jetzt letztes Jahr gemacht hat mit dem Pixel-Tablet, das war meiner Meinung nach schon wirklich so ein bisschen peinlich. Und ansonsten, ja, Apple schwimmt halt weiter auf der Welle. Da haben wir jetzt neue iPad Pros gesehen, klar. Aber ansonsten, die sind schon ganz cool, aber das wird jetzt auch nicht dazu führen, dass der ganze Markt wieder wächst, sage ich jetzt mal. Also glaube ich zumindest. Also das ist das eine so, dass halt dieses Thema auch so ein bisschen, ich will nicht sagen auserzählt ist, aber bringt es mir jetzt was in meinem Tablet, wenn ich da jetzt auf einmal einen 10-fachen Telesum drin habe? Oder bringt es mir was in meinem Tablet, wenn der Akku oder die Akkulaufzeit jetzt noch besser wäre? Die ist ja eigentlich schon ganz gut. Solche Nummern so, weißt du? Und andererseits, glaube ich, hat diese ganze Tablet-Branche dann doch während Corona nochmal sehr profitiert, weil total viele Schulen und whatever versucht wurden zu digitalisieren. Dann wurden viele Tablets eingekauft. Ich habe das auch gesehen, so bei uns bei den Affiliate-Verkäufen, da wurden echt viele Tablets verkauft. Ich glaube, weil sich viele einfach gedacht haben, ja, das brauche ich jetzt für die Schule, für whatever. Aber jetzt ist Corona halt vorbei und die haben jetzt alle ein Tablet und die sehen jetzt alle, ja gut, also mein Tablet muss ich echt nicht alle 2 Jahre wechseln, weil das reicht auch immer noch locker aus. Das kommt ja dazu. Bei den Smartphones, die haben wir alle mit Verträgen, die wir alle bei Sparhandy abschließen. Aber bei einem Tablet, das kaufst du dir in der Regel, klar, auch wenn es LTE 5G-Optionen gibt und auch darüber Verträge gibt, aber es ist ja eher die Ausnahme. Und die Dinger wechselst du ja nicht in diesem 2-Jahres-Rhythmus. Das ist sowas, das behältst du 3, 4, 5 Jahre oder noch länger. Und dann, selbst wenn du dann anfängst und dir geile hier die neuen iPad Pros für keine Ahnung wie viel Tausende von Euro besorgst, wenn du dann ein Grafiker bist, der mit diesem Stylus viel mit diesem Tablet machen muss, faires Ding, da hast du nicht wirklich Alternativen, weil du dieses Digipad brauchst. So, aber für die überwiegende Mehrheit,
die fahren ja mit einem Rechner, ich will nicht sagen besser, es gibt genügend, die mit Tablets, ob es jetzt ein iPad ist, ob jetzt ein Samsung-Tablet ist, ob es ein günstiges, was auch immer Tablet ist, oder auch diese Windows-Surface-Dinger 2-in-1-Sachen, ne, fahren die auch wunderbar und sind glücklich. Aber für viele ist nach wie vor das erste Gerät das Smartphone, dann kommt irgendwie ein Rechner und dann hast du immer noch diese Tablet-Kategorie, die sich all die Jahre immer noch nicht richtig durchgesetzt hat. Dann hast du Apple in diesem Android gegen Apple-Kosmos und Apple hat ja seit einfach 5 Jahren alles weggefickt. Ja, weggefickt. Von der Software, von den Entwicklern, bei Android, selbst Google hatte keinen Bock mehr auf Android oder auf Android-Tablets. Und dann, was war letztes Jahr? Sie haben es ja komplett versaut. Also kann man ja nicht anders sagen. Ja. Selbst da merkst du, selbst der Große, ne, wenn jetzt der Angriff Steiners kommt, der bleibt, und das war es ja. Und das war ja wieder nichts. Und dann hast du Samsung und Huawei, die einem, gut, Huawei ist ein bisschen anderer Schiene, aber Samsung muss einem ja schon fast leid tun, die das ja hochhalten und auch seit mehreren Jahren dünne, geile OLED-Tablets schon bauen. Mhm. Das, was Apple jetzt im Endeffekt nachgebaut hat, baute Samsung ja schon länger, auch wenn Apple jetzt sagt, wir konnten es noch mal dünner. Ja, aber da kam ja nicht mehr viel Liebe. Meine Hoffnung für den Tablet-Markt, Apple ist Apple. Sowieso. Und für viele ist ein iPad das Synonym für ein Tablet. Da denken viele gar nicht an irgendein Android-Tablet. Dann gibt es einige, die kaufen die günstigen Fire-Sachen von Amazon, weil sie einfach nur was zum Konsumieren wollen. Oder greifen dann zu irgendeinem Xiaomi oder Redmi-Tablet, was dann auch dünn ist, was dann auch ein schönes AMOLED-Display oder OLED-Display drin hat, wo ich dann im Bett liegen kann, auf dem Sofa nebenher mich einfach berieseln lassen kann. Android-Tablets sehe ich gefühlt aktuell, ich bin komplett disillusioniert, da sehe ich keine großartige Zukunft drin. Ich auch nicht. Die Hoffnung, die ich noch habe, ist, dass durch Windows, jetzt durch die ARM-Dinger, dass du da irgendwelche dünnen, geilen Windows-Tablets machen kannst, wo die Akkulaufzeit passt, wo die ganzen normalen Windows-Apps oder Windows-Software-Programme drauflaufen, dass das sozusagen das Pendant dazu sein könnte. Ne? Wenn's Hersteller denn sowas bauen, jetzt muss man sagen, das, was aktuell bereits vorgestellt worden ist, hält sich teilweise noch in Grenzen. Müssen wir aber auch erstmal noch ausprobieren. Aber das ist so, wenn mich heute einer fragt, wo sehe ich die Zukunft, dann sehe ich die nicht mehr in Tablets, iOS gegen Android, sondern iOS gegen Windows. Mhm. Ja, bin ich bei dir. Also gib mir macOS auf meinem iPad Pro und dann könnte ich vielleicht das MacBook Pro endlich wegstoßen. Das will ich, aber das wird Apple nicht machen, weil dann keiner mehr ein Mac kauft. Ja, das sagst du. Aber ja. Schauen wir mal. Warten wir mal ab. Wir enden dieses Video hier mit einer perfekt passenden Frage. Hallo ihr beiden, ich hätte da eine nostalgische Frage. Ihr hattet ja die alten Nokias erwähnt. Aus diesem Grund wüsste ich gerne, was jeweils euer erstes Mobiltelefon war. Und schwelgt ihr da ab und an in Erinnerungen? Danke, macht weiter so und viele Grüße aus dem Berliner Umland. Lustig, dass du das jetzt erwähnst, weil wir hatten die Frage schon mal. Also bei mir war es damals, also wenn man jetzt Mobiltelefon ist, ja der Knochen, oder? Diese Dinger. Nokia 3410 war es bei mir und ich habe es bei dir vergessen. Es war irgendein Siemens, ich muss nochmal nachgucken, A28 oder irgend sowas, die Bezeichnung. Gibt das einfach mal. Ich habe die Corlia-Hülle noch, diese Metallbox, wo das drin war. Gib das einfach mal in die YouTube-Suchleiste ein, weil das steht auch im Titel drin. Also unser erstes. Ernsthaft? Ja, das haben wir schon mal aufgenommen. Aber die schöne Überleitung ist, wir nehmen jetzt hier gleich noch ein Video auf. Ich weiß nicht, ob das vor oder nach dem hier kommt, aber es kommt auf jeden Fall, wo wir über alte Handys sprechen und so ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Gab es ein Siemens A28? Das soll es von dem Q&A jetzt hier auf jeden Fall gewesen sein. Ich möchte euch an der Stelle danken 28. für die ganzen vielen Fragen. So bin ich kein Wieler. Schreibt hier gerne wieder genauso viele zu verschiedensten Themen. Ihr könnt auch gerne was aufgreifen, was wir hier jetzt so erzählt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn ihr weitere Q&As das wieder häufiger in Zukunft sehen wollt, dann einfach gern viel kommentieren. Daumen hoch und den Kanal abonnieren. Dann machen wir das wieder öfter, oder? Was er sagt. Abonniert uns, liked uns und aktiviert die Glocke. Und am 10. Juli Livestream mit uns. Das ist wichtiger als die Glocke. Macht's gut. Kauft bei Sparhandy. Tschüss. Tschüss.